Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Im Hintergrund kommt unser Pferd angeritten. Bleib hier! Pferd angeritten! Hey! Ein Pferd angeritten und jetzt reiten wir mal zur Echse. Nee, nicht zur Echse. Zum Typen, der über die Echse weiß. Schauen uns mal an, was er uns zu sagen hat. Über die Echse und sie dann auf. Kann ich es mal so ganz arschlos? Das will ich testen. Ganz arschlos von hinten. Ja, Jungs. Du hättest nicht herkommen sollen. Ja. Ach du Scheiße. Hier ist es ein bisschen schwerer. Ach du Scheiße. Mehr. Ja, jetzt. So. Ich hab Spaß daran, die Leute hier zu killen. Ich meine, so gesehen sind ja eh alle im Gegner-Team. Wegen dem sind schon an. So ein feindseliger Typ. Das ging ja so gesehen, weil er mehr so wie der Typ ist. Auf jeden Fall der junge Bruder von Cleopatra. Und wir gehen ja Cleopatra, also. Ja. Ist ja schon klar, wen wir umbringen müssen. So, nur da hinten. Arsch der Welt. In einer Stadt, wo es den Krokodilen nur so lauert. Okay, die kann ich nicht holen. Das ist ja ziemlich riskant. Wenn ich ein Pferd holen, das würde dauern und ach. So, ich muss hier Tempel des Paar. Okay, ich bin in der Nähe. Irgendwie ja sein. Dann kann man sagen, was wir sehen. Es gibt alle trotzdem schöne Bauwerke. Okay, ist ganz schön. Cool. Ich bring dich um! Dafür schlag ich dich tot! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Ich hab ein Schild, ich bin zu sein gefasst. Zack, Ende. Ich springe auf dem Schild dabei, das stimmt. Ich weiß ja, ich muss erst mal gucken, wie sich das Schild verhält. Zum Beispiel im Gegensatz zu den starken Leuten, die hier an Superattacken ankommen. Du hättest nicht herkommen. Zack. Ende. Ah, schlachte zu viele Leute, wenn ich welche sehe. Das sollte ich vielleicht ein bisschen überlassen. Das kommt ja nie weiter. Ich töte dich. So, Ende. Wenn ich mir stütze, ich bin ziemlich Attentat vernarmt. Stirb, du Wurm! Weil ich die schweren Angriff ist natürlich auch geil. Okay, reicht jetzt. Der schwimmt da jeder. Was? Ach, Herr, Herr. Hey, was? Stirb, du Sau! Ich hab echt Spaß mit den Leuten. So. Genug gemordet. Kann er noch einer. Ich glaube, sollte das vielleicht nicht sein lassen. Wir brauchen wertvolle Zeit. Was? So, weg mit dem und jetzt weg hier.
reicht so mal. Genug Leute bemordet. Irgendwann ist auch mal Schluss. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Oh. Hohe Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkte unter einem finsteren Fluch. Wusste ich doch, das Graue. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Timotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert. Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Wusste ich doch, das ist alles so ein bisschen. Ich fand es doch schon so ein bisschen gräulich und so. Okay, gehen wir zum Haus des Seers. Es geht um einen Flug, der hier anscheinend vorherrscht. Oh. Entschuldigung. So, dem müssen wir nachgehen. Das ist ein Quest, wie ich es erwarte. Persönlichkeit um 10. Vor allem mehr als eine Person leidet drunter. Das offensichtlich. Hier kriegt mir das Leid der Leute mit, wenn man dann die Nebenquest erscheint. So, hallo. Der Seher. Was los? Fluch. Wachse, oh Licht. Tritt hervor. Oh Licht. Mein Kind! Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Was? Bring mir den Kessel. Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Ich bin der Diener des großen Gottes, der uns Licht im Über... Ich finde das schon geil. Das hier ist eine Sache, die irgendwie geil ist. Sobdet. Zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe, tritt hervor aus dem Strom. Zobdet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen. Uns fängt keiner auf, ey, das ist aber, jo, das könnte böse enden, wir könnten
ganz gefährliche Sache hier. Doch das Schlimmste daran ist der Blickscreen. Jungs. Ach doch, ich wollte gerade sagen, ich höre nichts. Erinnerung. Ach du Kacke. Berge von Sand. Ich will meine coole Rüstung wieder haben. Das ist lame. Mein Vogel. Was ist das für ein gottverlassener Ort? Was zum Teufel? Ist da jemand? Was ist das? Eine Art Gruft? Alter. Das Wasser tippt gut. Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Da muss man sagen, da waren die alten Quests dagegen nichts aus den alten Teilen. Aber ist halt wirklich na gut, dass wir in der Hauptquest halt nicht, ist halt wirklich schlecht. Nein, schon wieder zurück. Dieser Schatten. Das ist der Seelenfresser. Was? Das Waffenscheiße. Das ist ja auch jetzt die ganzen Statuen. Ich kann wissen, was das ist. Ich sehe die Köpfe nicht. Ich glaube, das ist ja am Gottes Todes oder so. Ne, Osiris heißt er ja. Sorry. Glaube ich. Ich rate nur. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen frisst und auch die Körper der Toten verschlingt. Vor allem auch die Kameraperspektive umgestellt, so geil gemacht. Wer auf solche Ideen kommt. Das nicht. Es sieht sogar aus, als wäre da oben wie eine Art. Wie aus Star Wars zum Beispiel, die Felder bei Raumschiffen. Genau. Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Da steht jemand. Ich glaube, das sind wir. Sieht aus, als wären wir das, ja. Und die Waage. Die steht wahrscheinlich dafür, wie ausgeglichen wir sind. Mann wie ein Edenapfel. Nee, es ist ein Kristall. Was? Eingefallen. Ich glaube, es gab ja auch so einen Vogelgott. Alles klar. Geil. Einfach nur geil. Auch wenn er so irgendwie komplett aus dem Vieh, aus dem Dings Anubis rausgeht. Herr der Toten! Hat mich diese alte Narr vergiftet! Neck! Anubis ist verletzt! Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Kommt er jetzt da? Er wird schwächer. Fuck, ich hab keine Ahnung, wie ich ausreichen soll.
Schaden ist meine. Ich nehme den Bogen. Ich kriege den Himmel damit. Wo ist das Biest? Ach, Scheiße. Ray, beschütze mich. Ray, oder? Die können ja dann wahrscheinlich der Dings sein. Der Vogel, ja. Nice. Wir haben bald die Hälfte, müssen wir haben. Vor allem nur noch die Animation, dass das Beispiel da das ganze Zeit leuchtet und wir den treffen, ist mega geil. Stirb, Bestia! Nice! Alter, ist die Quest geil! Das ist so viel Abwechslung! Okay, neue Informationen. Ist das Erinnerung oder ist das eine Seele? Ich bin durch die Gruft gereist. Durch Finsternis und Einsamkeit. Nun bin ich hier. Ich bin da. Bringst du mir das Jagen bei? Hier wäre ich eigentlich nicht gerne. Hallo? Viel zu viel Gras. Viel zu hoch. Zum Schluss eine emotionale Seele und Seele und ein Geheimnis. Was hat er gesagt?
Auf jeden Fall das Gute, sonst hat er sich nicht gefreut. Sie sind zurück. Sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Mein Kind lebt. Reiset die Götter. Was siehst du? Dein Feind und der Ihre sind derselbe. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen. Gepriesen sei er, der uns alle erlösen wird. Alles klar. Das war jetzt ein bisschen sehr viel. Kannst du mit ihm reden? Erzähl dir was. Wenn du selbst den Rat eines Sehers suchst, komm wieder in der Fülle der Zeit. Los, jetzt. Hab Dank. Okay, dann halt nicht. Würde ich aber sagen... Hiermit endet erstmal die Folge von Assassin's Creed Origins und dieser, was auch immer da passiert ist, Sache. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss!